Meine Fresse, Leute. Schnee. Und hier steht eine Chrysler 300C. Oh mein Gott. Was ist das denn, Mann? In England ist am Schneien. Ich gehe Richtung außerhalb London. Also ich bin momentan in London. Nord London bin ich. Das ist der kleine Dorf namens Queensbury. Also, ja, Wahnsinn, es schneit und schneit und schneit. Kokaina Snow. Ja, ay caramba. So sieht Queensbury aus. Auch Schnee. Sieht voll anders aus, ja. Und Doppeldecker fahren. Schöne BMW fährt da gerade. Schöne Farbe auch noch. Aber ja. Sieht schon krass aus. Also Schnee sieht wie weich aus. Das ist wie ein richtiger Mehl. Also man kann echt irgendwas backen. So ein Gefühl hat man bei diesen Stapfen da ohne Salz und so, ne? Sieht interessant aus. Oh, jetzt rutscht ich. Jetzt hat sich gerade gerutscht. Fast hätte ich einen Moonwalker gemacht. Naja, dann melden wir uns später. Und so fährt der Zug. It's Jubilee Line. Und es schneit immer noch. Und meine Schuhe sind fast, ja. Und in Wembley Park am Schneien. Schöner Schnee. Das ist immer noch das Drogen. Man weiß nicht, ob man das aufwendig sagen kann. Aber ja, sieht richtig geil aus. Der Zug muss in wenigen Minuten kommen. Sonst hätte ich vielleicht den Stadion gezeigt. Und wegen der Schnee, gar keiner traut sich auch noch. Ich bin ein Deutscher, da kann man ja locker noch, oh mein Gott. Ja, ein Deutscher. Und da hinten ist der Stadion. Aber es ist so Schnee am Nebel, wo der Stadion ist auch weiß. Ah, The Flash. Ah, okay. Sorry about that. Ja, ich wusste nicht, dass der Licht noch an war. Aber ja, da hinten ist der Stadion. Und es ist immer noch Schnee. Der Zug muss in wenigen Minuten kommen. Ich bin der Einzige, der hier ist. Zug stehen ja auch. Sehr spannend. Da hoffe ich mal, dass ich bei Watford ankomme. So, jetzt sind wir auch zu dem Causeway Park in Watford. Da oben ist der Zug Richtung, also Underground, ausgestiegen. Mein Handy ist ausgegangen. Aber man hat immer eine zweite Handy dabei. Zur Sicherheit, wenn was passiert, Notruf anzuwählen. Ist perfekt, aber sieht schön aus von hier, richtig schön. Normalerweise laufen die Enten und alles mögliche, Gänse, Enten, Schwane, kann man gleich eine Schwanensee machen. Sieht interessant und hier auch keinen Salz drauf in der Straße, aber okay. Aber es sieht so schön aus. Das sieht so schön aus. Normalerweise sind hier mal Tiere zu sehen, aber keine Ahnung. Willkommen in Jurassic Park. Nur Spaß, aber ja. Sieht schön aus. Also wenn man so sieht, schön im Schnee. So, auch im Dunkeln, aber diesmal schneit es nicht. Wir sind im Watford City. Alles ist am so, es ist dunkel, umbauen oder so. Aber diese Stadt in London, in England, diese Stadt hat so ein bisschen Ähnlichkeit wie Dortmund. Und auch wenn das so ohne U-Bahn, ne? Ohne U-Bahn, so wie hier kann man sagen, Dortmunder Hauptbahnhof, in der Nähe von Dortmunder Hauptbahnhof. Ja,
Yes. Ah, es ist ein bisschen kalt, minus 1 oder minus 2. Auf Google sagt es, heute soll es normalerweise schneien. Aber ja, so sieht das aus. Also immer noch zu Fuß, ne, unterwegs. Ich mag gerne zu Fuß zu laufen. Und Straße sieht auch ruhig aus. Normalerweise freitags nachts, abends oder nachts, was weiß ich, soll ja eigentlich so Partystadt sein, wo Leute viel Party machen, das und dies. Aber wegen der Schnee kommt gar keiner. Aber okay. Patrick ist da, okay. Aber ja, so, wir können noch so sehen. Schöne Gebäude, Essen und alles Mögliche. Laden sind zu. Hier ist immer viel los. Dann mache ich eine kleine Cut und dann bin ich wieder da. Oder auch nicht. Wir machen ein bisschen Laufi. Aber es ist eh nichts los. Da heißt es, eine kleine Cut und dann bin ich wieder da. So, nach dem Cut bin ich wieder da. Ein bisschen übersprungen, ne? Hier ist Italien Restaurante. Hier ist eine Bank. Ja, auf jeden Fall. So schön sieht das aus in Watford. Ohne Witz, ich bin nicht in Deutschland, ich bin im Ausland, in Watford. So sieht das in der Stadt von innen aus. Das sieht so ein bisschen wie Dortmund City aus. Aber ja, sieht richtig geil aus und alles ist so ruhig. Normalerweise ist immer hier was los, aber eigentlich ist es ruhig. Schon komisch. Da hinten ist McDonald's und ja, ich denke ja meistens viel an Essen. Aber ja, das ist richtig interessant. Hier ist eine Kirche, hier ist ein Poundladen. Wie in Deutschland ein Euro-Laden ist, gibt es hier Poundladen. Und auf jeden Fall, ich bin jetzt schon erschöpft. 45 Minuten am Laufen. Ja, nur um diese Stadt zu zeigen. Auf jeden Fall. War okay. Jetzt mal ein bisschen. Nochmal kleiner Cut. Dann bin ich wieder drrr. So, jetzt zum Finalen. Ich habe wieder Cut gemacht, weil, wie ich vor dem kurzen gesagt habe, McDonald's, da ist ein McDonald's, hier ist ein Primarkt. Also hier ist richtig geil. Also auf jeden Fall empfehlenswert, in Watford zu besuchen zu gehen. Ja, Autos fahren und hier kommt irgendwas Neues, keine Ahnung. Aber mein Lieblingsgegend ist das hier. Ich werde euch gleich zeigen. Da hier ist ein großes Einkaufszentrum. Steht da extra Watford drauf. Also hier sieht es richtig geil aus. Kann man ja geradeaus gehen. Viele Laden. Hier sind so Esswarenladen. Costa, guter Kaffee, Nando's. Hier ist auch Bella Italia. Mein Favoritrestaurant ist ja Jimmy, aber Jimmy ist hier zu. Aber Empfehlung, der beste Buffet wie Jimmy, einzigartig, lecker, alles kann man da essen, mexikanisch, indisch, alles mögliche. Und ja, Nando's kann man auch empfehlen, sehr guter Restaurant, portugiesisches Hähnchen kriegt man da, einfach tipptopp. Ja, auf jeden Fall, ich bin so was von erschöpft. Ich werde gleich hier in den Bus nehmen, ein bisschen entspannen mit Netflix. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, falls ihr am Tag seht. Schönen Abend, falls ihr am Abend seht. Schönen Morgens oder schönen Mittag oder gute Nacht. Und ja, you okay? Nein. Ja.
auf jeden Fall. Oh ja, Watford, die Leute kennen mich ja wegen der Arbeit. Da fährt auch eine Doppeldecker, aber der Bus fährt irgendwo anders. Und dort zeigt auch der Tomb Raider Werbung. Ich hoffe, Tomb Raider werde ich schauen und mexikanisch essen. Das ist mein Plan. So, hier ist meine Bushaltestelle. Ich leg mal jetzt auf. Passt auf euch auf, meine Damen und Herren, ins Schnee. Schöne Grüße von Kokka in Snowland. Ich meine England.